Die Aposteljeschicht Nummer 8. Hier redt war Johan Dyck. Mir jo träg, als ich in Russland wie, red ich do mit en Prediger, wot in die Tiet von de Kommunisten wegen seinen Glauben am Gefängnis eingestappt wort. Dort wir do wehen, dort he Jugendliche gedeibt houd. Dort wir to die Tiet sehr streng verboten. In viele Länder von der waren Christen sehr verfolgt. Dort passiert besonders in Länder, wo der Islam, also die Mohammedaner, ihre Religion herrschen dat. Wann wir den Märtyrer Spiegel lesen, dann fing wir durch sehr viele Geschichten von unseren Vervoren, wat auch erleben, wehen ihren Glauben loten mussten. Wir weiten nicht, wat unsere Tiet noch bringt, aber diese Lia uit der Apostelgeschicht kann uns helpen, rein zu sennen, wann uns auf einmal auch Verfolgung traft. Wir kommen von der bei einem sehr interessanten Teil von der Apostelgeschicht, dort 8. Kapitel. Und dort sei wie vorzu besteht die graute Verfolgung, wat über die Gemeinde uitbreken deid in Jerusalem. Wir lesen in den ersten Vers so. In Krag dann fängt eine graute Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Und sie werden über ganz Judäa und Samarien versprengt, büte der Apostel. Wat meint dat, wann dat sagt, Krag dann? Dat redt hier von dort, wat am vierten Kapitel passiert, als Stephanus umgebracht ward, gesteinigt ward. Kragt an dem Tag funk ne graute Verfolgung an. Dit wie ein doppelter Schlag für die erste Christen. Nicht bloß wie ein von ihrer baste Leiders umgebracht, aber am selben Tag funkt dann auch diese graute Verfolgung an, wo sie sich nicht mehr das Leben sicher wären. Dort zeigt hier, dass die ganze Gemeinde sich verstreit. Die werden überall versprengt, bloß nicht die Apostel. Ich nehme an, dass die Apostel sich haben können verstärken, und die bleiben dann in Jerusalem. Aber die gewöhnlichen Menschen werden überall verstreit. Ich denke dann an die Vervoren, die erste Mennoniten, als die noch in Holland wohnten. Die wurden doch auch sehr versprengt und verfolgt. Die mussten auch flüchten. Die konnten nicht mehr in ihre Städte, in ihre Dörfer wohnen, wo sie immer gewohnt hatten, nur wo sie abgewaschen wären. Sie mussten ihr Land verloten und proben ein Land zu fingen, wo sie würden sicherer leben können. Und wie weit hier dort die ersten Mennoniten von Holland über Deutschland nur Preisen gingen. Preisen ist die von deren Port von Polen. Und da können sie ein Staud lang leben, und dann Lothar trocken viele Mennoniten dann nur Russland. Und davon kommen ja auch viele von unseren Vervoren, wat wir noch tschanen dollen. Und von Russland kommen dann die meisten nur Kanada in nur Südamerika. Lothar kommen sie nicht so sehr wie in Verfolgung, aber am Anfang wieder so. Sie mussten wie in ihren Glauben ihr Land verloten. Wer wird dann die Heerführer von dieser Verfolgung? Die Bibel nannt uns den, und sie nomen wir Saul. Hei wie ein Pharisäer, wort in Jerusalem unter den bekannten Lehrer Gamaliel dort jüdische Gesetz studiert hat. Hei wie ein von der eichste Jüden, wort es gauf, das sagt er selbst. Hei beschrift in Philippa Kapitel 3, Vers 5 saß, kriegt wort für ein Mensch, in wo hei wir belehrt worden. Ich lese die Farge mal fair. Ich ward am achten Tag beschneiden, Staum üt dem Volk Israel, üt dem Staum Benjamin, in Hebräer von der Hebräer, wat het Gesetz anbelangt, in Pharisäer. Ivrig genug die Gemeinde notestonen, in wat die Gerechtigkeit im Gesetz anbelangt, ausschuldig. Dit wie der junge Mann, wat dabei stund, als Stephanus gesteinigt ward. Hei wie der Janja, wat dort jo seht, vielleicht haft hi sogar der andere Maut gemerkt, dort sie am Steinchen wurden. Soll wir doch fair, dort die Gemeinde soll utgerat worden. Hei dreift die Verfolgung viel euer, als irgendein von seine Vierjänger. Hei stoppt nicht bloß Sonne an, wat vielleicht predigen deiden, dort wie je all vorher passiert. Petrus und Johannes und ei, die hauden alle angeseten. Aber hei dreift es nu so weit, dat nicht bloß de Leiders, aber dat je weinelje Menschen eingestoppt worden. Hei sagt die sogar an ihre Hieser.
Doorwegen wordt de ganze gemeint verstreit. Aber wann wir diese Vers so lesen, dann sei wie dort Gott in wunderbarer Plan durch diese Verfolgung erreichen deid. Dort ist einzig mal schon Worte verstanden. Kam die Verfolgung nicht vom Sotun? Jo, unbedingt. Dort gleichweg, dort die Sotun do hängerstück, dort he probt ob diesen Weg die Gemeint uterrotten. Aber Gott brückt dort, wo die Sotun deid, und dreht dort um, so dort arm, dort war er deinen deid. Das sei wie dann am vierten Vers. Dort steht, darum jingen die verstreit wären, alle Wehen dort Wort Gottes zu predigen. Wo selbe dit denn nu verstanden? Die meisten von uns würden denken, die Apostel wären alle Wehen gegangen und hätten dort Wort Gottes gepredigt. Aber das ist gar nicht so. Das seht ihr vorher, die Apostel wären in Jerusalem geblieben. Die wären nicht verstreit. Aber all die anderen wären verstreit, all die düsende Christen. Und nu heißt das hier, dass die jingen aller Wehen und predigten dat Wort. Dat Wort predigen soll wir rechtig verstehen. Predigen bedient hier nicht, dass seine üte Arbeite predigt haben in jeder einem der Seden. Dat meint einfach, dass sei dat Evangelium, de gaude Norecht von Jesus, überall vertalen deiden. Wat wir diese gaude Norecht, wat sie vertalten? Ungefähr dit. Sie vertalten den Menschen, wo immer sie hingingen, dass Jesus Gott sein Sehen ist und dass er in dieser Welt gekommen ist, dass er sein Leben für uns gejeft hat, dass er für die Menschheit am Kreuz gestorben ist und sein Blut vergoten hat für unsere Sünden. Aber dass er auch am dritten Tag ist abgestohlen vom Tod und wer immer an ihm geleben hat, sein Vertrauen ab ihm sagt, der kriegt das ewige Leben. Dit is kort gevoerd dat evangelium, wat ze overal vertalen deiden. De Sotun dacht ohne Twiebel, hier had hij den Krieg jegen de Christen gewonnen, aber Gott dreht dat kraakt om. Hij had durch die Verfolgung dat evangelium nog doller verspreid, zodat nog veel meer Menschen anfangen an Jesus te geloven. Hier zullen we alle wat leren. Dort ist niemals gut, wenn Christen alle in eine Gruppe wohnen und wenig Berührung mit anderen Menschen haben. Jesus ist für alle Menschen gestorben, und wenn wir als Christen bloß wollen, apart bleiben, wo sollen dann die Menschen in der Welt, was Jesus nicht kennen, dort Evangelium hören? In der Vergangenheit hat dort auch Völker so gegeben, dass Christen wollen für sich apart bleiben, ab eine Kolonie, wo sie so wenig als möglich mit dat ewige Port von der Welt zu donen haben. Dort haben auch unsere Fährfuders Völker gedonen. Sie sind irgendwo am hingersten Winkel in der Welt neigetrocken, wo keine andere Menschen mit an würden viel Berührung haben. Sie wollen für sich apart blieben, um den Glauben rein zu holen. Aber ist dort biblisch? Wie dort biblisch? Ich glaube nicht. Die erste Gemeinde probt ihr dort auch zu donen. Und Gott leitet auch für eine Zeit lang Tau. Und er leitet auch bei uns für eine Zeit lang Tau. Wie die erste Gemeinde leitet er Tau, dass sie für eine ziemliche Zeit können apart bleiben, dass sie sich erbühen können, dass sie können stärker werden, dass sie sich vermehren können. Aber dann leitet Gott eine große Verfolgung kommen. Wenn sie sich nicht mit sich selbst verspreiden deiden, dann leitet Gott dort dem Sotun daunen, derch eine Verfolgung. Und ich hoffe einzig mal, dass viele von unseren Mennoniten, die sich so sehr apart taub tragen, um nicht mit der Welt in Berührung zu kommen, dass Gott nicht wird machen, eine Verfolgung schicken, dass sie lehren, dass andere Menschen das Evangelium auch brücken und dass sie Rüt tragen donen, um die auch das Wort zu bringen. Wann wir dann den 5. bei dem 8. Vers lesen donen, dann sei wie die Evangelisationsarbeit von Philippus in Samarien. Da sagt er, dann schaim Philipp nur die Stadt in Samaria in predigt an Dorf von Christus. In dat Volk wir sich einig in Bide sag, aus de Hirden wat Philipp seht, in de Wundertekens sagen, der he deid, wils anreine Geister fuhren mit en grautet Geschrech üt veel besetene rüt, in veel de gelähmt in Lohm wiern, worden geheilt.
en door wie een grote vrede en de stoot. Wel, wens goed morgen, eerste mol, wer is de Jansje wat Ruud jeet en dat woord op een bijzondere wies predien deed, also een evangelist. En dat is Philip. Wer wie Philip? Philip wie je eind van de diakonen die gewählt wordt. Hij wie dort gewählt worden, dat hij zal daschen bedienen. Aber wie seinen hier, dat de heilige Geest am de wunderbare Gof gejeeft had, andere Menschen dat Evangelium ver te predien. Nu sagt dat hier, hij jengt nun een Staud en Samarien. Denk je mal nern, Samarien wie een Land, wat de Juden hausen deiden. De Samariter worden angeseinen als unreine Menschen. Kein echter Jüd wird irgendwas mit Samariter te daunen haben. Aber hier sei wie all, wo de Geist Gottes diese alle Schätzels dolbracht. Hier an die erste Gemeinde, wie diese erste Christen, und besonders hier bei diesem Philipp, wie dort Schätzel ganz dolgebrochen. Hij sagt de Samariter als Menschen, die auch sollen das Evangelium hören. En doorwegen denk hij nu deze stad aan het evangelium te predigen. En wat passiert? Vele, vele mensen bekeerden zich. Waarom? Eerstens, wil zij de wonderbare predigt van Jezus bracht. Dat wat Jezus in ons leven doen kon om ons om te ändern. Dat weer het eerste. En dat andere weer de bewijs daarvan der wonder. Jo, daar komen bij ze juist daaruit en daar worden kranke mensen geheild. Aber so ist dort dann es, wie jeder Evangelisation, sind da auch Menschen, die dort nicht richtig verstohlen, die dort auch recht abfoten dürfen. Sohne wird angeben, dass sie sich bekehrt haben, aber in ihr Hort es noch nichts passiert. Und davon lesen wir hier im 13. Vers. Ich lese von Vers 11 an. Sie kickten alle ab an, wie es an so lang mit seiner Hexerie bezaubert hat. Als sie über Leiden wird Philipp an vom Gottesreich in Jesus seinen Namen predigt, leiten sich viel Männer in frühes Deipen. Dann scheint auch Simon zum Glauben und leit sich auch Deipen. Er hielt sich bei Philippen ab und wundert sich über die grauen Tierkens und Wunder, der er sah. Simon wie ein Zauberer. Dat heit, hij deed allerhand Zauberie und Hexerie. Und dat Volk von der Samariter hielt graute Stecken von ihm, und sie dachten alle von ihm als ein sehr hoch angeschriebener Mann. Wenn wir dann wieder lesen, dann sehen wir, dass das Simon ganz falsche Gedanken hat. Am interessiert das so sehr, dass Philipp diese Wunder daunen kann, und er möchte die Wunder auch jähren daunen. Und dorthin hielt sich bei dem ab, wie sie dachte, wir vielleicht ein Geheimnis, wo Philipp das vor dich bracht, all diese Menschen zu heilen. Wir lesen dann ein bisschen wieder und fingen dort, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samariter das Wort Gottes angenommen hatten und sich bekehrt hatten, können sie dort kaum leben. Sie hatten noch immer ein jüdisches Hort, wenn sie auch Christen wären. Sie hatten noch nicht angedacht. Sie hatten sich noch nicht daran gewandt, dass die Samariter vielleicht auch können Kinder Gottes wären. Und so kommen Petrus und Johannes dahin und untersuchten dort, was hier passiert wäre. Dann sagen sie, ob sie noch nicht den Heiligen Geist gekriegt haben. Wo sie dort gesehen haben, weiß ich nicht, aber was nu wie der Heilige Geist noch mal bloß ab der Gemeinde gekommen wird in Jerusalem wäre, ab der Christen, ob diese neue Christen, wie er noch nicht gekommen, so ist er mal am Pfingsttag ab die andere kommen. Und dorthin kommen die Apostel nu und beten für diese neue Christen und Samarien, dort die auch würden den Heiligen Geist schrien. Sie deiden dort, und diese Samariter wurden krank, so ist die andere, vom Heiligen Geist erfällt. Aber dann fing wie an Vers 18, wo falsch Simon das alles verstohlen hat. Er hat gesehen dort, wann die Apostel über diese Menschen beten deiden, dort die den Heiligen Geist schrien, dann kam er eben an. En nu wil hij haan, dat hij ook wird deze goof haben, en hij bouwt de apostel geld aan, want zij hem ook worden deze goof geven, dat hij kon over mensen beden, dat hij den Heiligen Geist kregen. Aber dat mögt Petrus zeer kort af. Hij zegt,
Mogst du met dien geld taub verdampt worden, wil du dachst, ot Gott seine Gove kun met geld gekauft worden. Du hast in dieser Sache kein Port noch Anteil, willst dien Hort steht nicht recht mit Gott. Hier um von dienen leeren Sinn in Bet zum Herrn, womählich wird er die dort vergeben, dat du so'ne Gedanken im Horten holst. Denn ich sei, dat du voll Betternis bist, und dat dein Hort ohne Sinn gebungen ist. Und dann sieht Simon, bet du den Herrn für mich, dat du von nüscht über mich kommen mocht, wat du gesagt hast. Und so sei wie dat Simon, der Apostel prachet, dat sie für am Beten donen, dat er zum rechten Glauben kommen kann, und dat er diesen verkehrten Weich verloten kann. Aber das noch ein sehr interessantes Port in das 8. Kapitel. Und da sei wie die Evangelisationsarbeit von Philippus an einen Beamten aus einem fremden Land. Das sagt eben, dass ein Engel vom Herrn Philipp schickt auf dem Weg nach Gaza, dort ist ganz im südlichen Port von Israel, weit auf von Samarien. Dort soll er in Wehren treffen mit einem Höchbeamten uit Äthiopien. Hei wir die Beamte, wat die Königin kann dort se ihre Schatzkoma verwalten deid. Dis maun, wie in Jerusalem gewast, am do anzubeten, in nu fuhr heine Hüs. In wils hei do am Wören saut, las hei den Prophet Jesaja. Dann seh die jäst Gottes zu Philipp, ran schwind nur den Wären, en hol die do dich bi ab. En Philipp sagt, dat dis maun, uit de Schrift lesen deid. Hij las uit Jesaja 53, en hij vroeg am, verstehst du wat u da last? En dan zei de man, wo soll ik dat verstonen, wann China mi dat uitlacht? Wat wieder dan wat hij da las? Dat wir in deze vers uit Jesaja, wo hij zegt, hij wart zus een schoop num Schlachter geleid, en zo is een laum ferm Scherer stel blift, so mürk he ook sin mühl nicht op. En während he so leicht stund, ward am allet recht genomen. Wer kann von sine no kommen reden, denn sin Leben ward von diese Erd wachgenommen. Dann frucht der Beamter, red der Prophet hier von sich oder von en anderen? En davon sei wie, dat des höherer Mann noch niemals von Jesus gehört hat. He wisst nicht, wovon der redet. Hij wist dat nicht, dat de Prophet Jesaja door van Jezus prophetisch reden deed. En dan zegt het, dan deed de Beamte Philipp kreuren dat hij op een Wehren zetten deed en aan dat erklären deed. En dat zegt, hij predigt te am van Jezus. Wat passiert? Des Beamte bekeert zich door op een Wehren, ihm voren. Is dat nicht wat wunderbares? Dat wiest ons ware, een mensch kon zich in eine Minute bekehren, wann ihm dort auf einmal deutlich wird, wann er auf einmal ernst wer Jesus ist und was Jesus für ihn tun will. Und dann dient es nicht lang, und dann sagt das Beamte der Wota, und er sagt, würde ich mich hier nicht kennen, die beloten. Und so sei wir, dass Philipp diesen neuen Christ durch an dort Wota deipen deit. Dann sagt es, dass Philipp plötzlich wach wird. Der Geist Gottes hat ihm einfach wahrgenommen, Furz nur dem, hei dort gedonen hat, wat der Geist Gottes will. Wat ich habe davon lehren? Wie seinen an dieser Geschichte, wo wichtig dem Geist Gottes dort ist, dort wie das Wort Gottes andere Menschen seien donen. Hei mög sich graute Mühe, Philipp von Samarien wachzunehmen, hier diesen Mann uit Äthiopien das Wort Gottes zu bringen. Und dann nahm hei am Wara wach, und das letzte Wort von Philipp hier hören, ist, dass er überall in der Städte dort das Evangelium predigen deit. Von diesen Beamten aber lesen wir, dass er in ein Haus fuhr voller Freude. Wo ist das mit uns? Sehr wie wellig, das Evangelium andere Menschen zu sein? Sehr wie auch wellig, dass der Geist Gottes uns dorthin schickt, wo die Menschen sind, wo das Evangelium brücken? Oder will wie lieber tüst blieben? Wel wie lieber op onze kolonie blieben, wel wie lieber door blieben, wo dat ganz sicher en gemütlich is. Nee, Gott haft een andere plan. Gott wel al die brücken, wat zine kinder geworden zijn, dat deid het evangelium
iwer all vertellen. Wann je noch vragen han, iwer dort wat je op dit programma gehoord han, mijn telefoonnummer is 205-356-0523. Ik wens je allen een goede week. Op naar hier.